Oh, ich muss ganz kurz schauen. Beat und so. Text Lumara, Beat Gorex und Sluger. Video wahrscheinlich von MDR Sputnik dann, oder? Eine Initiative von MDR Sputnik, okay. Schon wieder hast du Stress zu Haus. Brauchst eine Auszeit, brauchst eine Pause mit. Boah, ich liebe ihre Stimme, ich liebe ihre Stimme. Lumara, krasse Stimme, einfach krasse Stimme, finde ich. Schon wieder hast du Stress zu Haus. Brauchst eine Auszeit, brauchst eine Pause mit der Clique in den Club rein. Und direkt an die Bar, niemand da, der dir sagt, jetzt muss Schluss sein. Du torkelst herum, greifst nach den Sternen, trinkst noch einen Schluck für die innere Leere. Nicht mehr Herr deiner Sinne, dein Herz rast, alles schwer, alles flimmert. Niemand nimmt dich an die Hand, appelliert an dein Verstand, hilft dir auf und gibt dir Halt, dabei wär's doch so leicht. Passt auf euch auf, ganz egal wo ihr seid, was ihr macht, habt ein Auge auf euch. Passt auf euch auf, schaut nicht weg, sondern handelt, es ist nie zu spät dafür. Passt auf euch auf, auch wenn ihr euch fremd seid, könntet ihr Leben retten. Passt auf euch auf. Zu viel als einmal zu wenig. Bis hierhin war es schwer. Okay, also ist halt so ein Song, der einfach darauf aufmerksam machen soll, nicht nur auf sich selbst zu gucken, beziehungsweise halt bei anderen Leuten eher ein, zweimal nachzufragen, ob alles cool ist, ein, zweimal zu viel nachzufragen. Hey, ist alles cool? Ist irgendwas, willst du über irgendwas reden? Ist alles okay bei dir so? Bevor man halt einmal zu wenig nachfragt, im wahrsten Sinne des Wortes dann. Ja, okay. Lieber einmal zu viel als Find ich einmal gut. Zu Wenn man das jetzt mit Loredana von eben vergleicht, ja. Ja. Es ist natürlich inhaltlich schon ein bisschen anspruchsvoller. Bis hierhin war es schwer, ein harter Weg. Doch wenn der Tag anbricht und du zur Arbeit gehst, steigt der Druck in der Brust, doch du darfst es nicht zeigen. Es liegt in der Luft, statt Frieden herrscht künstliches Schweigen. Aber niemand mischt sich ein, ist nicht so gemein. Die paar Sticheleien, aus Kollege wird ein Konkurrent. Doch nur ein Team schafft die 100%. Boah, ich finde diese Schnitte gerade so geil, ich weiß nicht warum, Alter. Manchmal finde ich Schnitte geil, manchmal, Leute, manchmal, da denke ich auch nachts in einem einsamen Moment an einfach gut geschnittene Videos. Ich allein, aus Kollege wird ein Konkurrent, doch nur ein Team schafft die 100%. Niemand nimmt dich an die Hand, appelliert an dein Verstand. Die hat schöne Augen, ey. Die hat unglaublich schöne Augen, Alter. Holy fuck, und ich mag ihre Haarfarbe irgendwie, was ist das? So blond, weiß, grau, silber. Die hat sehr schöne Augen. Geh auf und gib dir Halt, dabei wär's doch so leicht. Passt auf euch auf. Ganz egal, wo ihr seid, was ihr macht, habt ein Auge auf euch. Hey, die schubsen sie rum. Ich dachte, der Song soll einem ein bisschen Liebe geben, aber die schubsen, die machen Mobbingkreis einfach. Ganz egal, wo ihr seid, Leute, was ihr macht, habt ein hey, Auge auf hallo, euch. Die Armen. Passt auf euch auf. Schaut nicht weg, sondern Spaß, Mann, aber wirklich ein guter Song. Weißt du, sowas mit Message fehlt halt ein bisschen. Klar, das Problem ist halt, dass es jetzt auch kein Song ist, der in den Playlisten gepusht wird, die man sich 24/7 anhört. Aber der ist halt von der Message her einfach extrem gut und wichtig. Und, Real Talk, Leute, ganz kurz. Hashtag Real Talk, ja. Passt auf euch auf. Nee, aber wirklich. Passt auf euch auf, aber auch andere. Das ist viel wichtiger, finde ich. Das ist für mich persönlich viel wichtiger. Oder daran, wo man viel weniger drüber nachdenkt. Einfach mal andere Leute fragen, hey, wie geht's dir? Also jetzt nicht einfach so dumm fragen, sondern wirklich mal sich für andere interessieren und denken, hey, ist bei dir alles cool? Oder wenn man merkt, dass irgendwas bei anderen Leuten nicht so krass gut läuft gerade, einfach mal fragen, was los ist, ob man reden kann oder so eine Scheiße. Macht man Real Talk viel zu selten. Handelt. Ich auch, macht jeder viel zu selten. Es ist nie zu spät dafür. Passt auf euch auf. Auch wenn ihr euch fremd seid, könntet ihr Leben retten. Passt auf euch auf. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Real Talk, Mann. Du hast so vieles aufgebaut, alles weg und jetzt wirkt alles grau in grau. Du warst so motiviert und jetzt gibst du dich auf. Die Gedanken kreisen Tag ein, Tag aus und du denkst, es ist keiner mehr da. Fühlst dich alleine, weinst dich in Schlaf. Du bist. Boah, schöner Flow von dir, schöner Flow. Lumara ist einfach krass underrated Rapper. Mann. Ein Tag aus und du denkst, es ist keiner mehr da. Fühlst dich alleine, weinst dich in Schlaf. Du bist müde und blass. Wer macht sich für dich stark? Wer ist da, der dir sagt, ich bin für dich am Start? Pass auf euch auf. Ganz egal, wo ihr seid, was ihr macht, habt ein Auge auf euch. Ist ein motivierender Track. Finde ich gut. Finde ich gut. Auch wenn ihr euch fremd seid, könntet ihr Leben retten. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ist gut, Alter. Ich finde gut, dass sie sich und MDR Sputnik dafür einsetzen für so einen Song, Mann. Es gibt zu wenige Songs mit so einer guten Message.
Und lass da gerne nochmal ein bisschen Liebe da. Das ist was Gutes, Mann. Die setzen sich für was Gutes ein. Und ja, was soll ich sagen? Ist jetzt auch kein Song, den ich mir in meine Playlist packen würde und den ich mir jetzt gönnen würde, weil ich denke, Bruder, ich habe jetzt Bock darauf. Aber ich glaube, so ein Song ist gerade für Leute, die in der schlechten Situation sind, die nicht so viel Support haben, ganz gut und kann gut helfen. Genauso wie dieser Song hier für die Ewigkeit. Ist auch krass, Mann. Deswegen, ich find's immer cool. Gut, Freunde, was soll ich sagen? Kommt zum kleinen großen Mini-Fazit. Sehr, sehr, sehr wichtiger Song, schöner Song. Und allgemein, der Asiate und Lumara, die setzen sich beide für so unglaublich viele gute und wichtige Sachen, Werte und Projekte ein. Die respektiere ich sehr. Und die sind beide sehr talentiert. Gerade Lumara finde ich immer noch underrated für ihren Skill. Von daher, lasst auf jeden Fall beim Originalvideo einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, Leute auf Twitch zu folgen. Wo dieses Video gerade hier entstanden ist. Ich bin gerade im Twitch-Kosmos. In der Beschreibung gelassen, Follow da. Regelmäßige Streams in Zukunft könnte ich rein theoretisch, doch, ich werde regelmäßige Streams irgendwie machen. Einmal die Woche wäre schon mal ein Anfang, ja. Deswegen lasst ein Follow da. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, das war ein weiteres wunderbares Video. Bleibt fresh, so wie immer.